Ich habe dir schon mal gesagt, Rot ist eine gewagte Farbe und du siehst es hier. Selbst bei mir ist es nicht die geilste Farbe. Man muss mit Rot echt vorsichtig sein. Das ist eine gewagte Farbe. Deswegen pass auf mit Rot in deiner Kleidung. Darum soll es heute aber nicht gehen. Joel Tamarco hat gefragt, wie man ein Date plant. Und darum sollte es heute gehen, wie du das erfolgreichste erste Date planst, das du planen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Video und wir legen los. Also Joel, erstmal danke für deine Frage. Wenn du auch eine Frage an moi hast, kannst du mir die gerne in die Kommentarbox schreiben. Und wenn das passt in die Videos, dann antworte ich gerne darauf mit einem Video extra für dich. Wenn ich das Gefühl habe, es bringt auch die anderen Leute voran. Erstes Date, wie plant man es? Wie plant man es optimalerweise? Mit dem Ziel, und davon gehe ich mal aus, dass man vielleicht mit der Frau schläft und ein weiteres Date mit der Frau hat. Das ist jetzt mal so meine Zielsetzung für ein Date. Falls du eine andere Zielsetzung hast, die da extrem von abweicht, wüsste ich nicht, welche das sein soll. Dann hilft dir das vielleicht nicht, das Video. Wenn du diese Zielsetzung hast, dann will ich dir hier die besten Tipps mitgeben. Also das Erste, was du mal verstehen musst, ist, dir zu überlegen, was das denn für eine Art von Date werden soll. Willst du sie schnell verführen oder willst du sie, ich sag mal, intensiv kennenlernen und das Ganze etwas sicherer gestalten? Was meine ich mit sicherer gestalten? Wenn du jetzt sagst, wie ich das schon oft gemacht habe, mein erstes Date wird bei mir zu Hause sein, ein Kochdate. Wenn du als erstes Date ein Kochdate bei dir zu Hause vorschlägst, was eher so ein Sexdate ist, dann kann es sein, dass du damit eine größere Anzahl von Frauen aussortierst als mit einem Kaffeedate. Ja, auf einem Kaffeedate lassen sich mehr Frauen ein, weil es deutlich weniger Commitment ist, ja, zu dir nach Hause zu kommen, mit dir zu kochen, ist ein größeres Zeitcommitment, als nur einen Kaffee trinken zu gehen. Hierauf lassen sich mehr ein als hier. Das heißt, dir muss schon mal klar sein, je, ich sag mal, krasser dein Date ist, und desto höher die Absprungrate oder desto höher die Rate von Frauen, die du aussortieren wirst. Mal in der Stadt für eine halbe Stunde Kaffee trinken zu gehen, darauf werden sich noch relativ viele einlassen, direkt zu dir zum Kochen zu kommen, schon eher wenige und schon eher die, die auch sex-ready sind. Das heißt, wenn du wirklich sagst, okay, One-Night-Stand, Sex, bla bla bla, dann ist Kochdate eine sehr, sehr geile Sache. Und wenn du nicht weißt, wie man Kochdate gestaltet, erst im Link in der Beschreibung habe ich eine komplette Anleitung, wie du ein Kochdate gestalten kannst. Kochdate, ja. Wenn du sagst, okay, darum geht es mir jetzt nicht, ich will die Frau intensiver kennenlernen, ich will den Prozess langsamer angehen, was auch vollkommen in Ordnung ist, das ist einfach eine Entscheidungssache, dann kannst du auch gerne ein Kaffee-Date machen oder ein Spaziergang-Date. Ist auch eine Sache, die ich sehr oft, gerne mache, ist ein Spaziergang-Date. Hey, wir treffen uns an Ort XY und dann gehe ich mit der Frau durch die Stadt zu verschiedenen Orten, zeige ihr verschiedene coole Orte, die ich gerne mag. Wir holen uns vielleicht hier was zu trinken, vielleicht da was zu essen. Das hat den Vorteil, und viele von euch kennen das sicherlich auch schon, dieses mit, je mehr Orte du mit der Frau besuchst, desto besser ist das. Warum ist das so? Das ist auch psychologisch erklärbar. Je mehr Orte du mit der Frau besuchst, desto eher hat sie das Gefühl, oh, den kenne ich ja schon wirklich lange, mit dem habe ich schon einiges gesehen. Ah, mehr Vertrauen. Das ist ein cooler Mann. Ja, es ist ja, das ist eine ganz klare Erfahrung so. Angenommen, du gehst jetzt mit deinen Freunden irgendwie klettern und auf diesem Kletterpfad seht ihr verschiedene Dinge, geht durch mehrere Länder zum Beispiel, seid eine Woche unterwegs. Natürlich seid ihr dann als Gruppe enger zusammengeschweißt. Ihr habt viel zusammen erlebt, ihr habt viel zusammen gesehen. Eine ganz natürliche Entwicklung, sage ich mal. So ist es natürlich auch auf dem Date. Nicht ganz so krass, weil ihr jetzt nicht klettern geht oder eine Woche unterwegs seid. Aber je mehr Orte ihr seht, je mehr verschiedene Stellen ihr miteinander seht, je mehr ihr euch bewegt auf dem Date, desto mehr hat sie das Gefühl, dass ihr Zeit verbracht habt, dass da Vertrauen aufgebaut ist. Das ist natürlich mal zusätzlich cool, wenn du ihr einfach so deine Lieblingsorte in der Stadt zeigst, weil dann kann sie natürlich auch dich so ein bisschen kennenlernen über deine Lieblingsorte. Kennenlernen. Nächster Punkt. Ich habe es schon mal in ein paar Videos gesagt, ich sage es ja auch für dich nochmal. Bitte mach nicht den Fehler, direkt auf dem ersten Date alles über dich preiszugeben, sodass sie am Ende des Tages ein Tagebuch über dich schreiben könnte, wenn sie es wollte. Ja? Halt dich ein bisschen mit den Informationen zurück. Gib mir Informationen, natürlich, aber sei auch ein bisschen geheimnisvoll, weil warum sollte sie sich sonst auf dem zweiten Date wiedersehen, wenn sie nach dem ersten Date eigentlich schon alles über dich weiß? Bleib also ein bisschen geheimnisvoll und lehn dich ein bisschen zurück. Was du nicht auf dem ersten Date machen solltest, sind solche Sachen wie essen gehen. Das ist nämlich zu, das ist ein zu großes Commitment, weil die Leute haben das Gefühl, essen gehen, dann lädt er mich ein, dann schulde ich dem was, oh nein, und schon ist ein Riesen-Commitment da. Ein Date wird umso besser, je weniger Commitment da ist. Ja, das ist die gleiche Logik verwenden wir auch beim Ansprechen. Beim Ansprechen ist eine der wichtigsten Sachen, kalt ansprechen, dass du Druck aus der Situation rausnimmst. Dass so wenig Druck wie möglich in der Situation ist. Und das gleiche gilt auch fürs Date, fürs erste Date. Du willst so wenig Druck wie möglich drin haben. Wenn du direkt die Frau zu dir zum Kochen einlädst, dann ist das schon eine Drucksituation. Wie gesagt, damit wirst du einige Frauen rausschmeißen, damit wirst du Frauen ausfiltern. Ja, je weniger Druck du einbaust, desto mehr Frauen werden kommen, desto mehr Frauen werden hängen bleiben, weil dann ist es nicht schlimm, dann können sie
sie gehen, dann ist es nicht schlimm, nichts wird passieren. Sie werden nicht so viel Zeit mit dir verbringen, wenn du ein Vollidiot bist. Sie müssen sich um nichts Sorgen machen, wenn sie wissen, hey, mein Gott, wir gehen nur eine halbe Stunde spazieren. Angenommen, halbe Stunde spazieren, in dem öffentlichen Bereich. Die Frau muss sich halt um nichts Sorgen machen. Es ist nur eine halbe Stunde, sie weiß, was auch immer passiert, es ist nur eine halbe Stunde. Sie ist in einem öffentlichen Bereich, es kann ihr nichts passieren, andere Menschen sind da. Und wenn du scheiße bist, dann muss sie nur eine halbe Stunde mit dir aushalten und dann war's das. Wenn sie bei dir zum Kochen kommt, ist das was ganz anderes. Viel mehr Druck. Das heißt, und das ist auch so eine Sache, wenn du mit der Frau jetzt auf der Straße geflirtet hast, dann krieg mal ein Gefühl dafür, okay, wie cool fand die mich jetzt? Wie wahrscheinlich ist so ein Date? Und wenn du merkst, so ein Date ist eher unwahrscheinlich, dann nimm eher ein Date von weiter unten. Und mit weiter unten meine ich mit weniger Druck und weniger Aufwand. Eine Frau, die schon beim Gespräch so begeistert war, kriegst du eher mit einem 15-minütigen Kaffee-Date als mit einem Koch-Date. Aber eine Frau, die schon Feuer und Flamme für dich ist, Koch-Date ohne Probleme. Also du musst es auch so ein bisschen nach Situation machen. Ne? Das ist ganz wichtig. Was die Länge des perfekten ersten Dates angeht, das hängt eben genau wieder von diesem Faktor ab. Ne? Also je mehr die Frau schon von vornherein auf dich stand, desto länger kannst du es der wahrscheinlich sowieso machen. Wenn die Frau so ein bisschen ist, dann wahrscheinlich eher kürzer. Muss aber nicht so sein. Angenommen, die Frau ist so, ich bin mir nicht sicher, und du machst so, okay, keine Sorge, lass einfach entspannt, ich habe 30 Minuten Zeit, lass einen kleinen Spaziergang machen. Kein großer Druck. Jetzt merkt ihr aber auf diesem Spaziergang, ey, wir gefallen uns voll gut. Natürlich kannst du es dann auch noch verlängern beliebig. Theoretisch kannst du dann auch mit ihr bei dir kochen gehen, wenn ihr euch so gut versteht. Ne? Das musst du alles wirklich in dem Moment auch herausfinden und musst es dann so ein bisschen anpassen. Das sind wichtige Sachen fürs erste Date. Von der Stimmung her, erste Dates oder Dates im Allgemeinen, falls das noch nicht klar geworden ist, sollten spaßig sein. Alber rum, hab Spaß, mach irgendeine Scheiße. Dazu nochmal ein geiles Video, das habe ich mit einer Freundin von mir gemacht, ein Video mit einer Frau zusammen. Da siehst du mich so ein bisschen mit einer Frau, wir verbringen so ein bisschen Zeit zusammen und du siehst so, wie wir miteinander umgehen. Und so sollte die Atmosphäre auf einem Date sein. Dieses Video ist das zweite Video, das ich in der Beschreibung, das erste Video war das Video mit dem Kochdate. Das zweite Video ist jetzt das, wo du mich mit dieser Frau siehst. Und so ungefähr sollte die Stimmung auf Dates sein. Je mehr Spaß du auf Dates hast, desto besser, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein zweites Date entsteht. Und warum ist das so? Auch das macht wieder Sinn in diesem Gesamtbild. Denn wenn man Spaß hat, was ist dann nicht da? Druck. Je ernster das Date ist, desto mehr Druck ist da. Und je mehr Druck da ist, desto schlechter ist das für dich. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Dieser Gleichung kannst du einfach folgen. Je mehr Druck da ist, desto schlechter. Wenn du die Frau länger kennst, dann kannst du mehr Druck, ja? Also wenn du die Frau seit 2 Jahren kennst, dann kannst du mehr Druck, oder seit ein paar Monaten kennst, die ihr euch regelmäßig getroffen habt, dann kann mehr Druck passieren. Weil dann kennst du dich schon, dann hat sie eine Verbindung zu dir aufgebaut. Dann wird sie nicht gehen, nur weil einmal Druck da ist, nur weil es einmal unangenehm ist. Aber wenn sie dich kaum kennt, dann kann Druck die ganze Sache sofort beenden. Druck willst du niemals machen. Ja, deswegen heißt es ja auch verführen, man macht das ja auch ganz langsam und entspannt und nicht mit einem Vorschlaghammer. So, und wenn du jetzt zum Sex kommen willst auf dem ersten Date, da empfehle ich dir wirklich das Video, was ich gemacht habe zum Thema Kochdate. Da habe ich das alles ganz genau beschrieben, wie du da hinkommen kannst. Schau dir das Video an, erster Link in der Beschreibung. Das waren so die wichtigsten Grundpfeiler für ein erfolgreiches erstes Date. Ich denke nochmal kurz selbst drüber nach, reflektiere nochmal kurz, aber komme schon zu dem Punkt, dass das ganz wichtig ist, also dass das so die wichtigsten Grundlagen ist. Eine Sache, die du niemals machen solltest, ist, dich mit ihr und einer Freundin zu treffen. Wobei, kann man machen, ich würde es nicht machen. Wenn dir die Frau sehr gut gefällt, kannst du es machen. Das spricht einfach für eine Frau, die sehr verunsichert ist. Dann würde ich halt mit der Frau so sagen, ja, ist kein Problem, deine Freundin kann ja irgendwie kurz dabei sein und gucken, ob ich cool bin, und dann geht sie vielleicht wieder. Also ich würde kein komplettes Date mit einer Freundin und der Frau zusammen machen, das bin ich, würde ich an der Stelle nicht machen. Klar, wenn die Freundin kurz dabei ist, dann ist es okay. Du musst verstehen, auch das, und hier sieht man es wieder, ist das gleiche Schema. Ja, wenn die Freundin dabei ist, was ist dann weniger vorhanden? Druck. Dann ist es sicherer. Es geht immer darum, es geht immer um wenig Druck und viel Sicherheit in all diesen Belangen, in all diesen Fragen. Das musst du dir klar machen und das musst du umsetzen. Wenn du scheiß erste Dates hast, wenn du keine Dates hast, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass du auf irgendeiner Stelle in diesem Prozess zu viel Druck machst. Ja, dass es zu unentspannt ist, dass zu wenig Spaß drin ist. Spaß ist sowieso der Faktor. Wenn sie keinen Spaß hat mit dir auf dem ersten Date, warum sollte sie dann auf ein zweites Date mit dir gehen? Und was du mit ihr machst, ist gar nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist Spaß, wenig Druck, vielleicht verschiedene Orte, und dass du diese Dinge verstehst, die ich dir eben hier im Video erklärt habe. Also wie lang so ein Date sein soll, die verschiedenen Stufen. Dann ist es gar nicht mehr so wichtig, was ihr denn zusammen macht. Das
rückt dann so ein bisschen in den Hintergrund. Deswegen mach dir nicht so viel Gedanken darum, was du mit der Frau machst, sondern mach dir Gedanken um all diese anderen Sachen, all diese anderen Bausteine, die ich dir jetzt mitgegeben habe. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Sonst schreib mir gerne mal in den Kommentaren Vorschläge zu Videos, Fragen, die du beantwortet haben möchtest, in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar und beantworte auch jeden Kommentar. Das kennst du ja mittlerweile. Ich mache sogar Videoantworten auf jeden Kommentar, also auf manche Kommentare. Find mal einen Coach, der das macht, der so krass drauf ist wie ich. Findest du nicht, brauchst du gar nicht machen. Schön, dass du dabei warst. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben, wenn du krass drauf bist und noch mehr Erfolg mit Frauen haben willst. Wenn du ein Macher bist, sei ein Macher, dann kommst du zu mir ins Coaching und wir machen dich, beziehungsweise ich mache dich zu einem Meister des Flirtens innerhalb der nächsten 3 Monate. Wenn das geil für dich klingt, bewerb dich mal unten hier auf dem Link. Unten rechts geht es zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir das Video gefallen hat, das hat es natürlich, deswegen schau einfach mal da vorbei. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, ciao.